Ja, Bäume, da stehen sie noch. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt ist Erntezeit. Ich bin auf einer Wiese von mir und hier gibt es eine Riesenhecke, dahinter ist ein Bahndamm, eine Riesenhecke mit Brombeeren. Die sind brechend voll und natürlich ziemlich stachelig, muss man hier mal Wege reinschneiden. Aber deswegen wollte ich jetzt eigentlich das Video gar nicht machen, sondern ja, mal zum Angucken, was da so hängt. Die schmecken natürlich total lecker. Also die sind wahnsinnig stachelig und dornig. Deswegen mit Handschuhen und so. Und es tut auch weh, wenn man da rankommt. Aber deswegen mache ich das Video eigentlich nicht. Ich habe da letztens wieder an den. Es geht um Bäume. Es gibt ja so ein Lied, mein Freund, der Baum ist tot, ne? Oder der Karl der Käfer. Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Ich kann das ja mal verlinken, die beiden Videos und die beiden Lieder unten in der Infobox. Ja, und hier, das war mal ein Feld gewesen, bis vor 25 Jahren. Ja, habe es brach liegen lassen, habe teilweise auch mal ein paar Kartoffeln hier gehabt und Erdbeeren, so für uns. Habe mal gemäht und dann habe ich angefangen aufzuforsten und habe hier Bäume hergeholt. Das waren mal drei Birken, aber es sind nicht alle was geworden, was eingegangen. Was hier war, ein Pfirsichbaum, der ist durch Verbiss kaputt gegangen. Hier haben wir einen Apfelbaum, den habe ich zu Hause, ist der aus dem Kern gekommen. Jetzt das erste Mal, dieses Jahr trägt der. Sieht natürlich ein bisschen wild aus, aber der ist natürlich voll. Ne? Hat auch schon einen schönen Stamm und den habe ich ordentlich vor Verbiss geschützt. Musste ich hier mit jedem Baum machen. Der Baum, der ist mal im Blumenkasten gekommen. Ich wusste nicht, was es war. Ehrlich gesagt weiß ich bis heute nicht, was das für eine Sorte ist. Also, wenn man die Blätter sieht, dachte am Anfang, es ist eine Pappel, ist es aber nicht. Ja, und nun ist es so, hier ist konventionelles Feld, grenzt hier. Ich habe hier mehrfach an der Grenze versucht, eine Hecke zu pflanzen oder Bäume. Und ich weiß nicht, mit den Spritzereien oder was, ist immer wieder eingegangen hier. Ja, jetzt habe ich natürlich hier meinen Armahorn, der überlebt. Und ich habe auch hier ein Tannenbäumchen. Dann habe ich auch, ich bin ständig hier am Nachpflanzen und habe jetzt auch hier vor 2 Jahren reingesetzt, Flieder. Ja, und die Birke, die habe ich vor 10 Jahren. Oh, von dem Mirabellenbaum, lecker. Die Birke habe ich vor 10 Jahren im Zwengau. Da sind ganz viele Birken gekommen. Aus dem. Super! Wir haben Schuhe gesucht, weil meine Tochter barfuß unterwegs war wegen dem Brombeeren. Und die Schuhe lagen vom letzten Mal noch neben der Straße, beim Pflücken. Na, jedenfalls habe ich diese Birke damals als so kleines Stück, habe ich hier ein paar Birken mitgenommen, habe die hier reingesetzt und mittlerweile ist es ein stattlicher Baum von, was weiß ich, wie hoch wird er sein? 7, 8 Meter mindestens. Und die ganzen Bäume habe ich alle gepflanzt, alle. Gurkenzieherweide, habe ich einfach mal so ein Stück in die Erde gesteckt. Oben, okay, der Walnussbaum ist von alleine gekommen. Hier waren noch zwei Ahornbäume, die sind eingegangen, aber die sind trotzdem wieder gekommen. Da ist ein Apfelbaum, eine Weide und hier sind Ahornbäume. Die Ahornbäume, die habe ich auch ausgebuddelt, die sind in meinem Blumenkasten gekommen oder irgendwo zwischen Beet, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Ich habe das alles hier hingepflanzt, um hier ein bisschen einen Schutz von der Straße zu kriegen. Haselnüsse habe ich hier reingesteckt. Da sind da Ahornbäume. Hier ist noch ein fetter Ahornbaum. Dahinter direkt eine Mirabelle. War natürlich damals alles klein. Und hier ist ein bisschen zugewachsen. Habe ich auch vor Verbiss geschützt. Habe ich da immer alle 5 Meter eine Walnuss gesetzt. Und habe gehofft, dass die was wären. Ja, und jetzt sind halt 10 Jahre rum. Und die Bäume haben eine ordentliche Höhe. Und ich sehe die Straße nicht mehr viel. Ja, aber nichts ist sicher. Ein Baum ist ja ein Ökosystem. Und die sollen alle gefällt werden. Weil ich musste einen Teil der Straße, des Grundstücks verkaufen, hier so einen Streifen. Weil die Straße wird von da drüben nach hierher verlegt, weil die hier so eine Kurve macht. Und die soll dann gerade durchgehen, mitten durch das Feld. Damit die Leute da hinten sieht man die Straße, wo die Autos kommen. Damit sie richtig Vollgas hier lang brettern können. Der Witz ist, am Ortseingang haben sie extra eine Kurve eingebaut, um die Geschwindigkeit rauszunehmen. Haben sie erst ganz neu gemacht, letztes Jahr. Und hier soll es begradigt werden.
Was willst du machen? Willst du dich da mit der Straße drumstreiten, Ewigkeiten? Und dann gab es dann für das Grünland, was ja nicht viel wert ist, ist ja kein Ackerland, kriegt ein bisschen mehr, eine Entschädigung von 80 Cent. Ja, lächerlich. Ne? Ich habe ja mal viel mehr bezahlt dafür. Ja. Und ja, der Baum bleibt natürlich stehen. Das ist ein Berner Rosenapfel. Das ist ein ganz alter. Den habe ich mal umgepflanzt und der kam am Anfang nicht so richtig. Und dann ist jetzt ist er auch trotzdem stattlich gekommen, dieser Berner Rosenapfel. Genauso wie den Walnuss, den habe ich relativ groß ausgebuddelt. Und jetzt trägt er Walnuss das erste Mal. Die Gurkenzierweide, die habe ich mal gekauft. Ja. Na, wie das so ist. Kam dann ein Schreiben. Bundesstraße wird umgelegt, alles ein bisschen mit neuen Plan, schön gerade durch. Und laut Gesetz bla 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 muss ich das verkaufen und kriege eine Entschädigung. Und wirklich, es sind 200 Quadratmeter, so ein Dreieck, rausgeschnitten worden. Und es ist genau hier die Böschung, wo die Bäume stehen. Das soll bearbeitet werden als Böschung für die Straße. Und die Straße schneidet dann direkt hier lang. Tja, man könnte sich natürlich jetzt dagegen, sind 200 Quadratmeter gewesen von dem ganzen Grundstück. Man könnte jetzt dagegen vorgehen, gerichtlich, man hätte Einspruch einlegen können und so weiter und so fort. Ich hatte einfach keinen Bock, mich da mit dem Staat rumzustreiten. Und mein Onkel hat das gemacht. Der ist vor 5 Wochen verstorben. Der hat sich jahrelang rumgestritten wegen dem Grundstück mit der Stadt. Und das Ende vom Lied war, dass er nach 16 Jahren rückwirkend enteignet wurde. Mit 100.000 Euro Gerichtskosten. Weil die Stadt ein Wasserrückhaltebecken auf sein Grundstück gebaut hat. Und darauf hatte ich irgendwie gar keine Lust, ne? Aber was willst du? Ja, und nun ist es so, dass ich habe meiner Tochter das vorhin erzählt, die hat das irgendwie noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Und hier ist, wie gesagt, ein Mirabellenbaum und hier oben steht auch noch ein Mirabellenbaum, der ist voll. Allerdings steht der sowieso nicht, also steht er nicht auf meinem Land, sondern schon außerhalb, das ist schon an der Straße. Aber der ist halt total voll. Und als sie gehört hat, dass der Baum weg soll, haben wir jetzt jedes Mal, wenn wir hier waren, geerntet bei dem. So, hier fängt es praktisch an, ne? Wo die Bäume sind hier, bis zu dem. Und dieser, der ist erst neu gekommen, den haben wir dieses Jahr das erste Mal beerntet, aber der ist natürlich eine total leckere Mirabelle. Und es hat halt Jahre gedauert, 10 Jahre, bis so ein Baum wächst, ne? Oder hier die Birke, also ungefähr 8 Jahre, teilweise 12 Jahre. Da sieht man mal, nichts ist sicher in diesem Lande oder auf der Welt. Ein Grundstück ist zwar schon eine relativ sichere Wertanlage, aber so sicher nun auch nicht. Ne? Da kommt der Staat und will das dann einfach haben, weil die Bundesstraße da lang gelegt wird. Obwohl die Straßenkrone sowieso schon 20 Meter breit ist. Laut Katasteramtskarte ist die Straße 20 Meter breit. Das reicht nicht aus, weil sie begradigt werden soll, damit man richtig Gas geben kann. Tja. Und als ich das meiner Tochter gesagt habe, hat die natürlich jämmerlich geweint. Ich war selbst überrascht, aber eigentlich mir ist auch zum Heulen zumute, wenn ich dann denke, dass die Bäume halt wegkommen. Und ja, soll man sich mehr wehren? Was soll man machen? Ich reise überall durch die Welt, pflanze überall Bäume, wo ich kann. Wenn dann hier Bäume, die ich 10 Jahre gehegt und gepflegt habe, ich habe teilweise wirklich kanisterweise, wenn es trocken war, wie dieses Jahr, es ist sehr trocken. Wisst ihr ja alle. Da habe ich hier das Jahr damals, wo wir das gepflanzt hatten, 2006 war das, nee, 2007 war das, war es wahnsinnig trocken. 2007 war das. April 2007 waren es auch 30 Grad. Habe ich hier anderen Wasser hergeschleppt und habe die kleinen Bäumchen, die ich hier eingepflanzt habe, gegossen. Ja. Genau, 2007, vor 11 Jahren, ist auch eine Walnuss gekommen. Also das hört hier auf vor dem Strommast da. Aber ja, wenn man sich das so überlegt, da wird dann einfach mal beschlossen, eine Straße zu verlegen, ohne Rücksicht auf Verluste. Schwachsinnigerweise kostet alles einen Haufen Geld. Die Straße ist breit genug, sie müsste halt nur, die wenn sie es neu machen, die Gurven mitgemacht werden. Da bauen sie aber neuen Damm, schütten hier alles offen, wollen gerade durch alles Autobahn. Ja, irgendwie, ja, und meine Tochter war jetzt sehr, sehr traurig, hat geweint, weil der Baum weg muss. Der Mirabellenbaum und die ganzen Vögel, die jetzt mittlerweile hier drin wohnen. Der Baum ist ja ein Ökosystem. Ich mache noch ein Video dazu, extra zu Bäumen. Die Vögel müssen sich eine andere Behausung suchen, ja. Tja, soweit zu mir. Ich will mal noch ein paar Brombeeren ernten. Aus schon irgendwie schade. Und jetzt zeige ich euch nochmal die schönen Walnüsse, die hier schon dran sind an dem Baum. Der ist dieses Jahr ziemlich voll. Sehr groß ist er noch nicht, aber ich bin jetzt total happy, ja, dass die Bäume halt so geworden sind. Ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.